In diesem Video stelle ich den GPS Sumo 590 LM auf die Probe. Zuerst zeige ich dir die Funktionen und dann geht es ab auf die Piste. Dabei probiere ich die Tracknavigation über Wege, die auf der Karte nur teilweise vorhanden sind. Das macht den GPS-Geräten der Sumo-Serie traditionell Probleme. Mal sehen, was der Sumo 590 LM daraus macht. So, jetzt bin ich im Freien. Das heißt, ich habe einen Satellitenempfang. Das Gerät sagt navigationsbereit. Und dann fangen wir mal an. Also hier ist die Zieleingabe. Da kann ich also nach Hause, Adressen, Tankstellen, Points of Interest, Favoriten, kürzlich gefundene Sachen. Städte, Restaurants, kann einen Kurzbefehl hinzufügen. Zum Beispiel zu irgendwelchen speziellen POIs. Ich suche da jetzt einfach mal eins aus. Dann gibt es die Möglichkeit, bei der Zielfindung sich verschiedene Routen anzeigen zu lassen. Die werden berechnet. Und da werden dann auch Alternativrouten vorgeschlagen. Das heißt, mit einem Tipp kann ich die dann raussuchen. Und dann navigiert das Gerät los. So, hier unten wird jeweils das Tempo angezeigt, die Ankunftszeit. Hier ist noch ein Untermenü, da kann ich die Route ändern, stoppen, POIs entlang der Route suchen, Reisedaten anzeigen, Lautstärke, Helligkeit regeln und einen Media Player starten. Ich habe jetzt allerdings hier keinen Titel draufgeladen. Probieren wir mal POIs entlang der Route. Da werden Toiletten vorgeschlagen. Das sind Radarblitzer. Dann Gastronomie. So, jetzt probieren wir das einfach mal aus. Nehmen wir einfach mal einen fügen den der Route zu, also da kann man auch jeweils eine neue Route starten oder der Route zufügen. Somit fertig wird die Navigation gestartet, neu berechnet und dann haben wir hier den ersten Zwischenpunkt. Die Navigation auf Straßen funktioniert ganz gut, das habe ich in mehreren Fahrten ausprobiert. Zur Navigation eines Tracks, der nicht unbedingt über Straßen führt, das heißt auf irgendwelchen Pisten, die nicht auf der Karte eingezeichnet sind, komme ich dann später. Da gibt es dann auch einige Überraschungen. So, jetzt haben wir hier noch die Apps, das heißt Routenplanung. Da kann ich also verschiedene Routen planen, auch meine nicht gespeicherte hier anschauen oder eine andere hier, das ist jetzt ein Track. Wie gesagt, den zeige ich später. Oder eben neue Routen planen. Hier oben, das ist immer Menü. Da kann man löschen, importieren und weitergeben. So, dann haben wir hier die Tracks, die gespeicherten. Also den habe ich reingespeichert. Dann kann man den Kompass anschauen. Die Reifendruck-App zeigt mir, wenn ich Sensoren gekoppelt habe, den Druck an. Und bei einem Druck unter meinem eingestellten Minimaldruck, dann wird der eine Sensor in Rot angezeigt. Und es wird auch ein Alarm ausgegeben, dass der Reifendruck zu niedrig ist. Dann mit Web-Fernbedienung, da gibt es also eine Kamera, die man hier von Garmin erwerben kann und über den Sumo fernsteuern. Dann gibt es die Möglichkeit, eine Rundtour zu starten. Also da kann man dann also einfach einen Startort eingeben, aktuelle Position, und kann dann die Tour nach Distanz oder Dauer oder Ziel wählen. Hier bei Dauer kann man dann einfach eingeben, was weiß ich, eine Stunde, und dann werden
verschiedene Touren berechnet und vorgeschlagen. So, und die kann man dann einfach antippen, um sie anzuzeigen. Und mit Los starten zur Navigation. So, dann gibt es noch den Media Player, den kennen wir schon von vorhin, den kann man auch direkt in der Karte anwählen. Über Trackback spreche ich nachher noch, da habe ich dann einen interessanten Versuch gemacht. Und bei Telefon kann man jetzt ein Bluetooth-Telefon koppeln, um eben die Freisprecheinrichtung zu nutzen. So, ich möchte jetzt gerade keins koppeln. Dann gibt es einen Serviceverlauf, da kann man also hier verschiedene Servicedaten eingeben. Dann den Smartphone-Link, da kann man das Gerät dann mit dem Smartphone verlinken. Wo war ich? Das sind also Aufzeichnungen, wo man war und verschiedenen Daten. Allerdings habe ich hier nicht viele Reisedaten drauf, die habe ich schon gelöscht. Parkposition. Da kann man also die aktuelle Parkposition speichern, um die später wieder abzurufen, wenn man zum Beispiel zu Fuß in der Stadt unterwegs ist. Und unter Hilfe gibt es sogar eine Online-Gebrauchsanweisung, da kann man also direkt hier sich Informationen holen. Und an Einstellungen kann man also die Updates antippen, die muss man allerdings mit dem PC mit Garmin Express laden. Hier kann man die Präferenzen für die Karte einstellen und für die Navigation. Die kommt hier, eigene Vermeidung, da muss man also hier bei den Vermeidungen muss man hier die Kehrtwinden auf jeden Fall rausnehmen, sonst fährt das Gerät also nicht über irgendwelche Serpentinen in den Bergen. Da werden enge Kurven dann vermieden. Über Bluetooth kann man das Gerät koppeln mit einem Headset oder mit einem Handy oder Smartphone. Hier kann man die Anzeige ändern. Man kann auch die Ausrichtung ändern, also auf Hochformat, wenn man die Anzeige lieber Hochformat haben möchte. Und Bildschirmabschaltung bei Akkubetrieb. Screenshot, da kann man sich Bildschirmfotos machen. Dann geht es weiter Verkehrsfunk. Wenn man einen Verkehrsfunk über das Handy aktiviert hat. Und dann gibt es noch Sprach- und Tastatur, Annäherungsalarme. Erklärt sich fast von selbst. Die Sprache, da kann man natürlich eine andere wählen. Warum ist da jetzt britisch? So. Tastatur, da gibt es also verschiedene Tastaturen zum Auswählen. Für die Handschuhe gibt es eine geteilte Tastatur mit großen Schaltflächen. Dann wird also die Tastatur auf drei Bildschirme verteilt. Das sieht man dann, wenn man auf Finde geht, Zieleingabe, eine Adresse wählt und was eingeben möchte. Dann haben wir also hier die Dreier-Tastatur. Und dann gibt es eben auch noch die, wo kleinere Tasten
angezeigt werden. So muss man halt immer. Hin und her schalten. Das muss man bei der anderen Tastatur dann nicht. Das ist Kalle. Kalle plant seine Motorradtouren mit Basecamp. Aber er ärgerte sich. Sein GPS führte ihn immer woanders hin. Die Routen führten durch Städte, die er umfahren wollte, über Autobahnen statt Landstraßen, nur nicht über die Straßen, die er befahren möchte, bis er es entdeckte. Das Basecamp-Handbuch. Ein gutes Konzept zur Planung, bessere Planung mit Wegpunkten, Routenoptionen für Motorradfahrer, einfach Motorradrouten planen. Jetzt ist Kalle happy. Routen wie er sie möchte, keine unnötigen Stopps mehr, das GPS führt ihn dahin, wo er hin will. Klicke hier zum Basecamp-Handbuch. So, ich bin jetzt mit dem Sumo draußen und möchte mal eine Zieleingabe starten. Allerdings habe ich hier einen Track gespeichert und den findet man nicht unter Zieleingabe, sondern unter Apps und Tracks. Um den Track zu navigieren, muss ich da erstmal eine Route draus machen. Das heißt, ich gehe auf Menü, gekennzeichnet durch den kleinen Schraubenschlüssel, und wähle in Route umwandeln. Jetzt kann ich auch noch die Richtung auswählen, also Anfang bis Ende oder Ende bis Anfang. In meinem Fall so rum. Okay, jetzt wird da eine Route draus gemacht und die als Route abgespeichert. Und jetzt finde ich das unter Routenplanung hier, kann die Strecke, Reisezeit und so weiter sehen, mir das auf der Karte anzeigen lassen. Und jetzt probiere ich das mal aus. Und zwar ist es so, dass die Route jetzt nicht über Straßen läuft. Das ist die Krux bei den Sumos, dass die normalerweise nur über Straßenrouten wollen. Und jetzt wollen wir mal ausprobieren, wie das ist, wenn keine Straße vorhanden ist. So, mit los starte ich die Navigation. Nächstes Ziel wählen, ist das Ende von der Route. Also wollen wir da hinfahren. So, ich bin jetzt einfach mal dem Track gefolgt und habe die Route ignoriert. Die wird ja neu berechnet und solange ich auf Wegen unterwegs bin, die auf der Karte dran, drauf sind, funktioniert alles. Jetzt bin ich mal gespannt. Er sagt, jetzt sind 600 Meter Straße verlassen. Bin mal gespannt, was dann passiert. So wie es aussieht, hat er sich doch mit der Track-Navigation angefreundet. Jetzt meldet der Sumo Fahren Richtung Ende, obwohl hier keine Straße
auf dem Stück Landkarte ist, auf der er die Berechnung macht. Und ja, ich fahre mal weiter und schaue, was sich daraus ergibt. So, der Sumo hat mich jetzt einwandfrei hierher geführt, auch über nicht auf der Karte vorhandene Wege. Ich bin jetzt an dem Aussichtsberg, wo ich hin wollte, und hinter mir würde man den Schwarzwald sehen, wenn es nicht so dunstig wäre. So, ich bin wieder gut daheim angekommen. Ich kenne mich ja hier aus, aber der Sumo hat leider doch nicht so navigiert, wie ich es auf dem Hinweg eigentlich schon gedacht habe. Auf dem Hinweg hat er sehr gut gemacht. Er ist also meinen Track entlang gefahren, hat mich da entlang geleitet. Aber auf dem Rückweg, wie du hier siehst in den Screenshots, da hat er dann schon immer wieder über die großen Straßen navigiert. Das Rote ist der Track. Das Magentafarbene ist die Route, die er berechnet hat. Und er will also immer wieder über die Hauptstraßen und nicht über meinen Track. Selbst bei diesem Bild, wo ich wieder zu meinem Track hinkomme, den ich auf dem Hinweg gefahren bin, will er wieder wenden, zurück und nicht auf dem Track weiterfahren, was eigentlich logischer wäre, dass er dann wieder auf die nächste Straße fahren möchte. Also solange du auf den Straßen bleibst, empfehle ich dir, einen Sumo zu kaufen. Wenn du viele Pisten fährst, also Alpenpisten oder so, oder in Gegenden unterwegs bist, wo die Straßen, die du fahren möchtest, nicht auf der Karte sind und mit Tracks fahren möchtest, dann nimm lieber ein Outdoor-Navi-Gerät. Da kannst du auch die Freizeitkarte gut verwenden und es funktioniert. Also bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und bis dann, dein Adventure Mitch.